Ich habe manchmal einfach alles so satt. Ich begrüße dich ganz herzlich zu deinem Satsang, Zurückerinnerung an deine Wahrheit. Ich komme gerade aus einer Beratung mit einer Dame. Ich habe alles so satt. Mich zieht's nur noch weg. Ja, aber wohin denn? Nach Südfrankreich, ans Meer. Okay. Und dann? Ich habe alles einfach so satt. Alles. Jeden. Alles. Das darfst du dir ruhig mal eingestehen. Wir sind hier nicht die erwachten Traumpiloten, die hier von Wunder zu Wunder fliegen, sondern uns haut es auch manchmal ganz schön derbe auf den Boden. Ego-Attacken nennt man das dann. Ich habe alles so satt. Kenne ich auch. Scharfe Ego-Attacken. Nimm dir Ruhe, nimm dir Zeit. Vielleicht musst du auch mal alles abrennen, auch mal ruhig die Wut rauslassen. Liebe kennt keinen Groll, okay, gut. Aber du darfst auch mal Dampf ablassen. Erwachen ist ein Prozess, der uns auch aufs Äußerste fordert. Wir sind so in alten Ego-Gewohnheiten drin, die so in uns nach Nahrung suchen, was wir von außen brauchen. Wir waren so drauf konditioniert, dass wir von außen alles reinholen. Die Menschen, das Geld, die Bestätigung, die Anerkennung. Und jetzt plötzlich sollen wir die Welt da draußen loslassen und uns darauf besinnen, dass wir in Liebe geborgen sind und wir sollen den göttlichen Frieden in uns spüren. Und manchmal haben wir so ein laut tobendes Ego in uns, dass wir gar nichts mehr spüren und meinen wirklich, wir werden verrückt. Wir denken schon dran, uns selbst irgendwo in eine psychotherapeutische Behandlung zu begeben. Ich habe so viele Menschen, die zu mir kommen und sagen, sie weisen sich jetzt selbst ein in eine Tagesklinik. Nein, ich gehe dann immer direkt zu Lektion 233, 34, 35, 36 und das möchte ich dir jetzt einfach mitgeben. Wenn du sagst, ich habe alles so satt, wie wäre es denn damit? Ich gebe heute Gott mein Leben, damit er es lenke. Gott, all meine Gedanken gebe ich heute dir. Ich möchte keine eigenen Gedanken mehr haben. Auch die habe ich so satt. An ihrer Statt gib du mir deine eigenen Gedanken. Ich gebe dir ebenso alle meine Taten, auf dass ich deinen Willen tun möge. Statt hier nach Zielen zu suchen, die nicht zu erlangen sind und Zeit mit nichtigen Einbildungen zu verschwenden. Heute, Gott, komme ich zu dir. So. Und wenn du sagst, ich habe alles so satt, dann geh zu Gott. Geh zu Gott. Resigniere, kapituliere.
Das ist nicht immer der große Nullpunkt, da kommen noch viele kleine Nullpunkte hinterher. Ich kapituliere. Ich will keine Gedanken mehr denken. Ich will gar nichts mehr tun. Ich verzweifle hier. Ich hab's so satt. Dann sage dir, ich gebe heute Gott mein Leben, damit Gott es lenke. Ich will zurücktreten und dir, Gott, einfach folgen. Was heißt das? Wenn du die erste große Wut verarbeitet hast, rauslassen, nicht runterschlucken. Und dann sage einfach, ich lasse mich fallen in diesen allumfassenden Frieden. Nie war ich getrennt von diesem göttlichen Frieden. Gott, sei du der Führer und ich der, der geführt wird. Und weder die Weisheit des Unendlichen in Frage stellt, noch die Liebe, deren Zärtlichkeit ich nicht verstecken kann und die dennoch deine vollkommene Gabe an mich ist. Heute haben wir einen Führer, der uns leitet. Und während wir gemeinsam gehen, wollen wir ihm diesen Tag geben, ohne irgendeinen Vorbehalt. Dies ist sein Tag. Und so ist es denn ein Tag zahlloser Gottesgaben für uns. Heute bin ich wieder wie ein Kind. Heute wollen wir uns freuen auf die Zeit, wenn alle Träume von Sünde und von Schuld vergangen sind und wir den heiligen Frieden wieder erreicht haben, den wir nie verließen. Nur ein winzig kleiner Augenblick ist zwischen Ewigkeit und Zeitlosigkeit verstrichen. Nichts ist jemals geschehen. Den göttlichen Frieden und meinen Frieden zu stören. Dies akzeptiere ich heute als gänzlich wahr. Ich danke dir, Gott, dass ich die Erinnerung an dich und an deine Liebe nicht verlieren konnte. Ich begreife meine Sicherheit und sage Dank für all die Gaben, die du mir verliehen hast. Und für all die liebevolle Hilfe, die ich empfangen habe, für deine ewig währende Geduld und für das Wort, das du mir gegeben hast, dass ich erlöst bin. Und wenn du alles so satt hast, dann höre dir das immer wieder an. Gott ist Barmherzigkeit. Und zwar Gott ist reine Liebe. Reine, umfassende Liebe. Und wenn du dich selbst nicht leiden kannst, wenn du dich selbst nicht ausstehen kannst, wenn du Hilfe brauchst, dann lass dich fallen. Alles ist in dir. Ich freue mich auch, wenn wir uns jetzt zu den nächsten Satsangs auch persönlich treffen und das auch selbst erfahren mit anderen Menschen, die immer nur ein Spiegel unserer selbst sind. In der Schweiz, in Morschach Ende Juli, in St. Gilgen in Österreich am Wolfgangsee. Auf der Webseite sind alle Satsangs drauf. Landgut Burg im Oktober.
Ich habe mich selbst so satt. Ich habe alles so satt. Das darfst du dir sagen. Du musst hier nicht ein starkes Spiel, eine Rolle spielen. Das bist du sowieso nicht. Du bist reine göttliche Liebe. Lass dich drauf ein und sei willkommen in der göttlichen Sicherheit, in der göttlichen Barmherzigkeit. Kämpf nicht gegen dich selbst. Erinnere dich daran, dass du Liebe bist, reine Liebe. Kämpf nicht gegen dich. Schlag nicht gegen dich. Greif nicht dich selbst an. Wenn du ein kostenfreies Gespräch mit mir führen möchtest, dann geh auf meine Webseite. Unter dem Menüpunkt Ausbildung kannst du 3 Lernvideos anschauen aus der Ausbildung, die habe ich da reingestellt, dass du mal so einen kleinen Vorgeschmack hast, was da passiert in der Ausbildung. Und wir werden diese lieblosen Gedanken wandeln in Frieden. Ich habe die Welt so satt, heißt, ich habe mich so satt. Und dann ist es der Ruf nach Liebe, der Ruf nach Frieden. Das kriegen wir hin. Das verspreche ich dir. So, und jetzt sage ich für heute Namaste. Empfange die Gaben, die die göttliche Liebe für dich bereithält. Hör auf, da draußen wie wild aktiv zu sein und von A nach B zu rennen und immer zu überlegen, was ich noch tun könnte. Es gibt nichts zu tun. Du darfst einfach Frieden sein. Und damit heilst du dich und die Welt. Alles Gute für dich und von Herzen Namaste.